Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdoms of Amalur. Wir sind hier mitten in Rathir und irgendwie kommt es mir so vor, als wären meine Kopfhörer wieder lauter, obwohl sie eigentlich nicht lauter sein können. Egal, wir sind hier mitten in Rathir auf dem Gelände des Kapitelhauses der Sholia Arcana. Genau, wir waren in der letzten Folge schon in der Bibliothek, um dort, um den Reif von Derfel zu finden. Aber irgendwie war das ein bisschen komisch mit dem Buch, das er uns gegeben hat. Egal, wir haben den Reif, wir haben eine Aufgabe bekommen. Irgendwas mit dem Omnibus Arcana. Und darum werden wir uns natürlich auch kümmern. Aber zuerst schauen wir mal, wen gibt es hier alles. Nur Han-Eri haben wir hier. Und da natürlich eine Heilerin. Han-Eri, wer bist du denn? Ach, Magie wirken, das kann ich. Aber all diese Theorie... Wie soll ich die neun Grundsätze des Schutzzauberns in 10 Wörtern zusammenfassen? Jeden Schutzzauber mit einem Wort und ein Ende hintendran. Man ist nie zu alt, um etwas zu lernen, sage ich immer. Wobei es natürlich hilft, dass ich andauernd alles wieder vergesse. Es heißt, hier im Rathir-Kapitel wird sehr viel gelernt. Und wenn man genug gelernt hat, wird man in die Welt geschickt. Manche sollen sogar nach Ysa gehen. Der Orden... Er ist einer der angesehensten Orden in den Feenlanden. Ich habe mein halbes Leben gelernt und geübt, um aufgenommen zu werden. Okay. Ich fasse es nicht, dass ich die Notizen verliere. Ja, das ist ungünstig, Notizen zu verlieren. Was haben wir denn hier? Dachte jemand, seine Sachen sind sehr... Wow. Wow, dafür band man seinen Schließschrank. Ich habe keine Worte dafür, wie geil ich das finde, was wir da... Nochmal, warum bannen die hier alles? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Witz. Noch so ein Platin-Talisman. Wer braucht denn so einen Scheiß? So, hier haben wir Bruder Tills Buch, Nummer 6. Ich weiß nicht, welches es bei uns ist. Ich glaube, Nummer 5. Die Anzeige bei uns ist ja ein bisschen verbuggt. Weil ich die mal verkauft und wieder zurückgekauft habe. So, jetzt hat's geklappt. Ja, deswegen dürfen wir uns darauf nicht so wirklich verlassen, was da an der Seite steht. Wir werden die Quest angeblich viel früher fertig haben, als wir alle Bücher haben. Das ist ein bisschen problematisch. Aber naja. Wow, es sind so unglaublich tolle Sachen hier. Ich fasse es nicht. Na gut, Hallöchen, Sioban Reh. Ihr wollt geheilt werden? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich muss nicht geheilt werden. Eigentlich alles gut. Ich wollte eigentlich nur mit dir quatschen. Die Heilkunst ist eine Disziplin, die hier nicht viele erlernen wollen. Sie steht in dem Ruf, nur für Dorfälteste und einfache Leute zu sein. Dabei erfordert sie, dass man die Magie, die Alchemie und die Anatomie meistert. Vielen fehlt einfach die Geduld dazu. Ich wohne schon mein ganzes Leben in Rathir. Es ist das Herz der Alpha, der Mittelpunkt der Welt. Ich bin vor Jahren zum Orden gestoßen. Begierig zu lernen, wie man den sterblichen Völkern durch Magie helfen kann. Ich bin dem Orden beigetreten, um Kampfzauberin zu werden. Doch ich habe schnell die Schrecken solcher Magie kennengelernt. Nun studiere ich das Heilen. Ja, gut. Dann lebt wohl. Danke für die Information. Was heißt der wieder benötigen? Wir brauchen die bis jetzt aber noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich die jemals in Anspruch nehmen werde, weil die liegt halt nicht so zentral, ne? Das ist eher unpraktisch. So, wen haben wir denn hier? Das sind alles nur Initianten, Präfekten, Initiant... Deod Twilt, der ist tatsächlich interessant. Naja, oder jedenfalls interessanter als die anderen. Ich schau mal, wir haben ja hier den Omnibus Arcana irgendwo. Wo ist der denn? Da ist er doch. Dieses dicke Buch enthält viele leere Seiten. Willkommen in der Sholia Arcana. Wie so viele andere vor euch, stellt ihr euch der monumentalen Aufgabe, die vielen Facetten der Magie zu erforschen. Diese Prüfung wird für gewöhnlich Initianten im ersten Jahr ihrer Studien gestellt. Sie soll als Einführung in unsere Praktiken und Methoden im Hinblick auf die Magie dienen. Diese Informationen, die im Omnibus Arcana enthalten sind, sind gegen inoffiziellen Gebrauch gesichert. Ihr werdet durch das Lesen dieses Buches also nicht euren inoffiziellen Niedergang herbeiführen. Auf den Seiten dieses Buches begebt ihr euch auf ein Abenteuer des Wissens. Eure Reise ist vielleicht die größte aller Berufungen. Das Studium der Magie selbst. Die Zauberer unseres Ordens waren schon immer die, die bereit waren, die Mühen der Forschung auf sich zu nehmen. Diese Prüfung wird euch die Grundlage der magischen Erkundung vorstellen. Dies ist für eure Studien während eurer Zeit in der Sholia Arcana von entscheidender Bedeutung. Um nun mit dieser Prüfung zu beginnen, müsst ihr euch in den Hof des Kapitelhauses von Rathir begeben. Dort findet ihr die Statue einer Frau. Betrachtet sie.
Machen wir gleich. Aber erstmal mit diesem Typen hier quatschen. Hallo, Telemachus Rasp. Der zögernde Magier ist verloren. Ihr müsst selbstbewusst sein. Ihr müsst angreifen. Ah, ein neuer Schüler. Hallo. Willkommen. Tretet bitte näher. Wir bereiten gerade eine kleine Feldforschung vor. Tun wir das? Was geht denn hier vor? Ein Teil der Ausbildung besteht darin, die Initianten ins Zwielichtgesträuch zu schicken. Eine Feinhöhle in Akata. Meine Schüler machen dort unmittelbare Erfahrungen mit Feinmagie. Da fällt mir ein, ist es nicht auch für euch höchste Zeit, etwas Feldforschung zu betreiben? Wollt ihr die Sache untersuchen? Was ist denn mit dem Zwielichtgesträuch? Ich versuche den Initianten einen Einblick in den Umfang und die Formen der Magie zu geben. Dazu gehört auch die Magie der Feinen mit eigenen Augen zu sehen. Das Zwielichtgesträuch war ein idealer Ort zur Beobachtung von Feinmagie. Aber seit kurzem kommen die Initianten von dort nicht mehr zurück. Etwas hat sie zur Beute auserkoren. Okay, ja, wir gucken mal. Wie gesagt, in Akata. Angesichts der äußeren Umstände und der Anwesenheit von Morgan würde ich sagen, dass eine Banshain-Priesterin erwacht ist. Die Dinger sind gefährlich. Treff den Kopf mit Feuerbällen immer wieder, bis es sich nicht mehr rührt. Oder ich schlag einfach mit dem Schwert drauf ein. Und was mache ich nochmal mit dem Gesträuch? Oder in dem Gesträuch? Findet die Banshain-Priesterin, die unsere Initianten tötet, und erledigt sie. Okay, einfache Aufgabe kriegen wir hin. Uns in Rathir niederzulassen hat einige Vorteile. Die Ebenen sind eine der magischsten Gegenden dieser Lande. Und wir stehen unter dem besonderen Schutz der Orbokanten, der Herrscher von Rathir, welche die Erforschung der Magie fördern. Die Magie erreicht alle Völker. Wenn wir ihre Begrenzungen und Stärken nicht kennen, stehen uns düstere Zeiten bevor. Ich überwache die Ausbildung der Initianten hier im Kapitel Rathir. Verteidigung hauptsächlich, um sie zu schützen, während sie Forschungen anstellen oder auf Expeditionen sind. Es liegt in den überfluteten Ebenen von Akata. Bisher gab es dort schlimmstenfalls ein paar Murgan. Aber jetzt ist es etwas Gefährlicheres. Na, wie gesagt, wir gucken uns das an. Das kriegen wir hin. So, dann gehen wir mal hier diese Frau beobachten. Und im Buch nachlesen. Was hat sich geändert? Da. Eleanor Brea war eine der Gründerinnen unseres Ordens. Zauberin Brea wurde vor etwa 800 Jahren in ein Leben der Sklaverei geboren. Sie war blind und eine Leyoshalfa, weit von Glen Suatain entfernt. Sie litt unter der Herrschaft von Diktatorin Ciara Sydanus. Doch genau wie ihr besaß sie ein natürliches Talent für die Magie. Eleanor Brea nutzte dieses Talent nicht nur, um der Sklaverei zu entkommen, sondern letztendlich auch, um Eratel von Sydanus' Herrschaft zu befreien. Dies gelang ihr durch Disziplin, durch die bedingungslose Entschlossenheit, die Wege des Arkane zu lernen. Eleanor Brea stellt für unsere Schüler die Hoffnung dar. Die erste Lektion, die ihr von Eleanor lernen werdet, ist eine Lektion für jedes Mitglied unseres Ordens. Sie war nur eine der Gründerinnen. Da sie die einzige war, die mit der Gabe der Magie gesegnet war, halten einige sie für die wahre und einzige Gründerin der Schule Arcana, doch ohne ihre Verbündeten wäre sie nie erfolgreich gewesen. Die anderen Statuen im Hof zeigen die anderen beiden Gründer. Merkt sie euch gut. Denn wenn es eure Bestimmung ist, ebensolche Größe wie Zauberin Brea höchst selbst zu erlangen, werdet ihr zweifellos die Hilfe anderer benötigen. Die zweite Lektion, die von Eleanor Brea gelernt werden kann, liegt im Herzen des magischen Studiums. Sie war eine der ersten Zauberinnen, die den Gebrauch der Elemente in ihrem Zauberwirken standardisierte. Vor ihr war die Magie eine geheimnisvolle und unvollendete Kunst. Selbst der alte Orden der Asche, eine der ältesten Gesellschaften von Zauberwirkern in ganz Amalur, war so wild und unkontrolliert, wie wir heute geordnet und präzise sind. Eleanor Brea zeigte uns einen besseren Weg. Sie verband diese elementaren Energien zu einer einzigen Rubrik. Die drei Elemente, Feuer, Frost und Blitz, wurden kategorisiert und die Kunst der Beschwörung endlich realisiert. Ohne ihre Weitsicht wären wir heute nicht in der Lage, die Magie so zu nutzen, wie wir es tun. Die dritte und letzte Lektion, die es von ihr zu lernen gibt, ist die der Disziplin. Sie war keine Thronräuberin, sie wurde nicht innerhalb eines Tages zu einer der mächtigsten Zauberinnen in den Feinlanden. Es geschah nicht zufällig, sondern durch Jahr über Jahr über Jahr der intensiven Übung.
Wenn es euer Wunsch ist, ähnlich mächtig zu werden, müsst ihr euch genau wie sie dem Lernen hingeben. Ihr müsst jeden Tag mehrere Stunden lesen. Ihr müsst gefährliche und oft furchterregende Erfahrungen machen. Euer Willen und eure Geduld werden geprüft, wie kein anderes Hindernis es vermag. Und solltet ihr diese Disziplin besitzen, werdet ihr unzweifelhaft ebenso mächtig werden wie Eleanor Brea selbst. Die meisten Bewerber in der Scholia Arcana können sich ihrem Potenzial nicht stellen. Die, die es können, erreichen es höchst selten. Bis heute ist es niemandem gelungen, ihr Potenzial zu übertreffen. Doch mit euch könnte sich dies ändern. Für den nächsten Teil dieser Lektion müsst ihr zur Rathierbrücke gehen. Steht dort und sinniert über sie. Ich habe das diesmal ein bisschen angepasst, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Einfach die ganze Zeit Eleanor Brea, Eleanor Brea, Eleanor Brea zu sagen, finde ich bei solchen Sachen schwachsinnig. Deswegen, wenn sowas wieder vorkommt, wundert euch nicht, dann sind es oftmals tatsächlich keine Verleser. So, Deod Twilt, wer bist du denn? Schön, einmal herauszukommen, nehme ich an. Die Feldarbeit, welche die Scholia Arcana vergibt, soll ja ebenso gefährlich wie aufregend sein. Aufregende und gefährliche Feldarbeit? Ich bin in Rathier aufgewachsen, hatte schon immer eine Vorliebe für Buchstaben. War als Kind oft krank und konnte nichts tun als lesen. Als ich volljährig wurde, trat ich der Scholia bei. Ich bin in der Nähe der Docks aufgewachsen. Ich liebe alle Teile dieser Stadt, von ganz oben bis ganz unten. Noch nie habe ich eine Gruppe klügerer Leute gesehen. Okay. Leb wohl. Leb wohl, vielen Dank. Dann betreten wir mal das Haupthaus. Viele Leute scheinen da zu sein, wenn ich mir das so angucke. Allein drei Ausbilder gibt es da. Und ich wette, wir können wahrscheinlich maximal einen davon gebrauchen. Ganz viele Leute. Vren Pendergast, Artan irgendwas, Präfekt. Also viele Leute sind es tatsächlich gar nicht. Gemächer des Erzweisen. Da können wir auch rein? Wahrscheinlich können wir da nicht rein, aber rein theoretisch. So. Hallo, Will. Wenn ihr einen Auftrag für den Orden ausführt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr die nötige Ausrüstung besitzt. Jo, dann gucken wir doch mal. Was hast du denn so Tolles? Oh, den nehme ich. Ich wollte gerade sagen, oh, ganz toll. Aber, ein Rucksack. Dankeschön. Die größte Stadt auf dem Kontinent. Zumindest einst. Ehe die Gnome sich weigerten, den Ausbau Adessas zu beenden. Ich arbeite schon mein ganzes Leben hier. Manches, was ich sah, würde euch erblinden lassen. Nicht jeder kann in diesem Orden überdauern. Ich gebe allen Mitgliedern der Scholia Arcana die Werkzeuge und Gegenstände an die Hand, die ihre Ausbildung erfordert. Okay, danke schön. Ja, den Rucksack, den brauchte ich auf jeden Fall, das ist klar. So, wer bist du denn? Hallo, ja, Vren Pendergast. Willkommen in der Scholia Arcana, Kind. Wie kann ich behilflich sein? Ich sehe, du bist ein späterer Questgeber wahrscheinlich. Wenige Zauberer besitzen die Fähigkeit oder die Weisheit des gelehrten Ätan Engar. Die Scholia Arcana kann sich glücklich schätzen, ihn zu haben. Die legendäre Erati-Ruine, die tief im Siede von Dalentat liegt? Ich kenne sie. Es heißt, dass abtrünnige Zauberer, böse Verehrer des Feuergottes Vrekor, sie besetzt haben. Die meisten würden euch sagen, dass die Scholia Arcana die herausragendste Lehrgesellschaft des Kontinents ist. Ein Orden gebildeter Zauberer und Gelehrter. Und das ist doch wahr. Nur ist es nicht die ganze Wahrheit. Mit der Zeit werdet ihr lernen, was ich meine. Ich habe ein Gefühl, was euch angeht. Interesse an ein wenig Gemmenschleiferei oder Alchemie? Itranskon oder Red Tombrum helfen euch gern. Wenn ihr die Kunst des Bannens bevorzugt, sprecht mit Artan Kait. Er ist ein Meister, was Schutzzauber anbetrifft. Ah, die große Nuala Ignas. Sie war ein aufsteigender Stern in unseren Reihen, ganz wie ihr. Sie war außerdem dem Feuer sehr zugeneigt, will ich meinen. Ja, war, genau, bis wir sie töten mussten. Wahrlich eine prunkvolle Stadt. Die Scholia Arcana teilt sich die Nadel mit einem Großteil der Alpha-Elite. Rathier steht seit Jahrhunderten, durch Hungersnöte und Feuer hindurch. Es wird noch viele weitere Jahrhunderte stehen. Könnte sein. So, ihr findet mich wohl immer hier. Dankeschön. Dann gehen wir mal zu Numero Uno.
ein Bannmeister, wie es aussieht. Sehr schwer. Sollten wir trotzdem hinkriegen. Na, vielleicht doch nicht. Na, vielleicht auch doch. Danke. Schon wieder Maibrünnwein. Dieser Wein. Nochmal. Ja, besser. Gemme des Lichts. Was haben wir hier? Ja, ist in Ordnung. Artan Kite, lass mich raten, du bist der Bannenlehrer. Das Bannen ist eine Fähigkeit, die alle Abenteurer beherrschen sollten. Ob sie der Scholia Arcana angehören oder nicht. Ich bin nur ein bescheidener Lehrer der Kunst des Bannens. Ich teile mein Wissen mit allen, die lernwillig sind. Es ist erschreckend, dass mehr Zauberer wissen, wie man Schutzzauber wirkt, als wie man sie bricht. Es gelingt dem Kapitel in Rathier ohne Frage, die Ressourcen bereitzustellen, die wir benötigen. Ob finanzieller, akademischer oder gar personeller Natur. Gut. Können wir? Wir können. Erforderliche Talentstufe 4 bis 6. Ja. Aktuelle Talentstufe ist die 6. Also gehen wir doch mal auf die 7. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen schwächeren Bannlehrer finden sollten. So. Das haben wir gelernt. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier drüben nur die eine Gelehrte, die wahrscheinlich Alchemie beibringt. Wobei ich nicht glaube, dass wir das lernen können. Können wir das lernen? Oh, den gelernten Itran. Hallo. Nun, meine eigentliche Vorlesung ist bereits beendet. Doch ich unterhalte mich immer gern über die Gemmenschleiferei. Also doch der Gemmenschleifer. Das Studium des Gemmenschleifens ist sehr vielseitig. Doch obwohl manche wie besessen von seinen praktischen Formen sind, widme ich mich seiner theoretischen Eleganz. Oh weh. Es scheint, als hätte ich das Symposium auf denselben Termin gelegt wie Urtan Naras Vorlesung. Sie wird erzürnt sein. Oh nein! Die Magie ist mächtiger, als sie es je war. Und wer ist in Zeiten wie diesen wichtiger als die Scholia Arcana? Ich? So, was haben wir hier? Minimal erforderliche Talentstufe 4. Bis zum nächsten Mal. Also, das muss ich mir auch merken, dass wir den noch hier haben. Dann muss ich irgendwann mal wieder bei einem Schicksalsweber alles zurücksetzen und alles wieder lernen. Irgendwie, nö, nicht interessant. Hicks. Da hatte ich gerade einen Hickser. Ich grüße euch. Gibt's ja wohl nicht. So, Initiant. Urtan Nara. Oh, kann ich etwas für euch tun? Ja, weil hier die Gemmenentfernerin ist. Genau, deswegen dachte ich, dass sie auch der Gemmenlehrer sein müsste, aber nein, anscheinend nicht. Ich weiß nicht, warum das Kapitel meine praktischen Vorlesungen im Gemmenschleifen immer wieder auf denselben Termin legt wie das theoretische Gemmenschleifensymposium. Tja, ach, sie ist das. Ich verstehe. Eine wunderbare Institution. Wenn auch nur, um Gelder für die Erforschung der Magie zu erhalten. Anstatt Gelder für alberne Dinge, wie Waffen oder Unterhaltung einzusetzen, wisst ihr? Oh, nun, kaum jemand fragt je nach mir. Meist geht es nur um das Gemmenschleifen und seine Feinheiten. Das ist meine Arbeit, wisst ihr? Jo, alles klar. Wenn wir meine Gemmen entfernen müssen. Das Lesen ist das Wichtigste. Okay, ich kann aber nicht lesen. Geben Sie sich nicht auf. Lernen Sie lesen und schreiben. So, und hier haben wir den Alchemie-Klubbo. Red? Alchemie-Kloppin. Also mit Geschlechtern habe ich es nicht so. Die Alchemie möchte etwas erschaffen, was mehr wert ist als die Summe seiner Teile. Mhm. Die größte Stadt der Alpha ist noch nie gefallen und sie wird es auch nie. Zumindest, bis sie es schließlich tut. Das ergibt erschreckend viel Sinn. Ich kann mir kein größeres Mysterium vorstellen, als das der allerersten Alchemisten, die ihre selbst zubereiteten Tränke gekostet haben. Wie gerne wäre ich dabei gewesen. Wie sie daran gestorben wären, hättet ihr gern gesehen? Krass. Ich bin diesem geheiligten Orden vor vielen, vielen Jahren beigetreten. Ich war jung, gerade 15, und in der Kunst der Magie weitaus begabter, als es mir zustand. Ethan Enger hat schon damals mein Potenzial erkannt. Er hat mir als erster die Wunder der Alchemie gezeigt. Seitdem versenge ich mir mit Freude und schöner Regelmäßigkeit die Augenbrauen. Herzlichen Glückwunsch. So, das können wir machen. Alchemie haben wir. Hier. Ja. Vielen Dank. Alchemie dauerhaft verbessert. So, genau. Jetzt haben wir noch Gemmenschleifen hier einmal. Dann haben wir noch... Ah ja, da kommen wir nicht rein. Logisch. Der vor dir liegende Gang ist durch Schutzzauber gegen unbefugtes Betreten geschützt. Hätte ich an der Stelle des Erzweisen auch getan.
wenn man das hier schon im Hinterhof macht, quasi. Gut, dann verlassen wir die Scholia-Arkana. Wir haben für den Moment hier alles erledigt. Genau, wir haben Gemschleifen hier, wir haben Handeln im Mondlager. Und ich wette, wir haben auch noch irgendwas in der Helmgard-Feste, was ich mir noch nicht angeschaut habe. Oder kommt da, gucke ich mal eben. Helmgard-Feste hat keinen Lehrer. Würde sonst oben rechts angezeigt werden. Gut, also haben wir zumindest da nicht die Bedrängnis, dass ich da nochmal hin müsste. Also rein theoretisch schnell zum Schicksalsweber, das schnell machen, könnte man tun. Ich weiß aber nicht, ob ich das sollte. Das wäre nur wieder ein bisschen Zeit, die draufgehen würde, die wir gut benutzen können. Ja, stimmt, mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Schorscha Penian. Vor euch liegt die Scholia Arcana. Auf unserem Gelände ist jedermann willkommen. Obschon wir euch bitten, die Studenten nicht zu stören. Ich bin selbst bei euch, keine Sorge. Wusstet ihr, dass diese Felsnadel erstmals von einem einsiedlerischen Magier und seinen Schülern besiedelt wurde? Erst als Plünderer aus Jotun die Tyvilli-Küste bedrohten, suchten auch die anderen hier Zuflucht. Jeder vielversprechende Sterbliche ist uns willkommen. Vorausgesetzt, er besteht die Prüfung. Wir haben schließlich einen Ruf zu verlieren. 600 Jahre magische Forschung und Ausbildung. Nicht einmal unsere Geschichte hat uns davon abgehalten, die jüngeren Völker aufzunehmen. Warum spricht sie auf einmal so leise? Die Almain und Varani natürlich. Es ist noch nicht allzu viele Generationen her, dass nur Gnome und Alpha Zauber wirken konnten. Allerdings weiß niemand, was dieses schlummernde Talent in ihrer Brust geweckt hat. Red Bull, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Oh, guck mal, apropos... Die Halle des Orbokant. Ja, der Orbokant, da kommen wir noch nicht rein. Ich weiß. Haben wir denn hier sonst noch? Ich weiß, ich habe hier schon mal geguckt. Diener, Rat hier Bürger, Stadtwachen. Da ein Arcana-Gelehrter. Da logischerweise Onfaikata. Und hier nur Stadtwachen, Tochter von Lyria. Okay. Überzeugungsausbilder. Ja, die brauchen wir auf keinen Fall gerade, aber gut. Haus Wyvern Gifre. Gucken wir doch mal. Hol dies, putz das. Man hat nicht einen Moment Ruhe. Entschuldigung? Liegt aber nicht an mir. Hallo? Na ihr? Ich dachte, ich klaue ihr mal ein bisschen. Naja, das will ich nicht. Das Ganze behalten. Wache. Guck mal hier so. Compendium 5. Ne, das haben wir schon. Das kannst du auch behalten. Goldmünzen. Gar nicht wenig, aber kannst du trotzdem behalten. So, hier ist nichts drin. Hier haben wir noch ein Bücherregal. Das Abenteuer 1, das haben wir auch. So. Tanra-Wyvern-Gifre. Fühlt euch wie zu Hause. Die Wyvern-Gifres sind nicht so steif und eingebildet wie gewisse große Häuser. Die großen Familien müssen den Krieg nach außen unterstützen. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Ich verstehe Koriana Anvon in diesem Punkt nicht. Ich frage euch, gab es je einen Zweifel daran, was dieser Gutflow ist oder dass er gestürzt werden muss? Was spricht dagegen? Vielleicht, dass er einfach viel zu mächtig ist. Sie scheint zu glauben, dass ich Rat hier selbst verteidigen und den Rest der Welt verrotten lassen sollte. Es tut mir wirklich leid, dass ihr Sohn krank ist. Aber sollen die Heiler ihn sterben lassen, nur weil kein Anvon-Blut in ihren Adern fließt? Es gibt 10 große Häuser an den Hängen der Nadel und 2 weitere auf der Spitze. Wyvern Gifre ist eines dieser Häuser. Also beachtet die Gerüchte gar nicht. Ich will niemandem etwas Böses. Wenn jemand zu stolz ist, mit mir zu reden, kann ich ihm auch nicht helfen. Ich könnte aus der Haut fahren, wenn ich höre, dass ich Rat hier nicht am Krieg beteiligen sollte. Das ist beschämend für uns alle. Auch in den Augen unserer Lyosalfa-Vettern. Wäre es Brauch gewesen, den Namen des Mannes anzunehmen, wäre ich heute Tanra Wyvern und niemand hätte sich aufgeregt. Dass der Name meines Mannes zuerst genannt wird, hat für ziemlichen Wirbel gesorgt. Aber ich bin stolz, ihn zu führen. Okay, dann lebt wohl. Das ist euer Mann, Absol. Ich heiße euch auch im Namen meiner Frau und meiner Tochter auf der Nadelspitze und im Hause Wyvern Gifre willkommen. Sprecht ihr vom Licht in meinem Herzen? Sie ist das lieblichste Wesen. Allerdings fürchte ich, dass ihre Mutter sie zu sehr verhätschelt. Mhm. Ich bin der Patriarch des großen Hauses Wyvern Gifre. Zeigt gefälligst den nötigen Respekt. Seht es Tanra, meiner Herrin, nach, dass sie gelegentlich mürrisch ist. Sie hatte es nicht leicht.
Wisst ihr, einige der großen Häuser haben etwas länger gebraucht, sie zu akzeptieren, als es die Etikette verlangt hätte. Auf der Nadel findet ihr die beiden führenden großen Häuser. Anvon und das unsere. Außerdem natürlich die Scholia Arcana, den Orbokant und den Tempel der Lyria. Der Orbokant ist unser Rat. Wer ihm angehört, ist so verschleiert wie Lyria selbst. Allein der Elund, der das Wort des Rates verkündet, ist allseits bekannt. Ich weiß, es ist befremdlich, dass wir meinen Namen behalten haben, aber die Wyverns sind eine so alte Familie. Und alle hielten es für das Beste, als wir uns mit den Gifres zusammenschlossen. Als spiritueller Mann bin ich jeden Tag in den Tempelgärten, um den Segen oder einen Rat der Hohepriesterin und Schicksalsweberin zu erbitten. Ihr seid selbst ein Student, oder? Viele bedeutende und mächtige Bürger von Rathier sind schon durch diese Hallen gewandelt. Alles Gute. Vielen Dank. Wiedersehen. Gut. Die beiden haben wir. Auf der anderen Seite wird dann wahrscheinlich die Tochter sein. Ist das die Tochter? Nee, das ist scheinbar nur eine Wache. Megessa Ohr. Ein Ohr. Okay. Ein Diener. Und das ist wahrscheinlich Töchterchen. Das können sie behalten. Maibrünn. Gib schon her. Hallo, Maiven. Schicken euch meine Eltern? Seid ihr irgendein neuer Lehrer? Nicht wirklich. Ihr seid kein Lehrer? Ich dachte, sie würden jemanden schicken. Magessa ist jetzt schon fast ein Jahr hier. Irgendwie schafft sie es immer, dass ich mir ihre Lektionen anhöre. Keine Ahnung, wie sie das anstellt. Magie! Ich weiß, was sie wollen. Sie wollen mich mit irgendeinem verzogenen Sohn eines der anderen großen Häuser verkuppeln. Dann wäre ich eine Maiven, Wyvern, Gifre, Fiddlestuffs. Was für ein Name? Fiddlestuffs? Ich schätze, das ist nicht nett genug. Sicher bin ich aber nicht. Mir fehlt der Vergleich. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Die schnöseligen Wyverns oder die törichten, kriecherischen Gifres. Gut, also the best of both worlds quasi. Gut. Hallöchen, du Frau Ohr. Ich bin die Gouvernante von Fräulein Wyvern Gifre. Ich unterweise meinen Schützling in der hohen Kunst der Sprache und Überredung. Ich gebe zu, an manchen Tagen sehne ich mich nach einer etwas eifrigeren Schülerin. Ein Thema, das euch interessiert? Wollt ihr etwas über die Kunst lernen? Ich bin sicher, das Haus würde eine kleine Lehrstunde gestatten. Ja, rein theoretisch habe ich nichts gegen, aber ich bin zu gut in Überredung, also sorry. Sie kann nichts dafür. Wären ihre Eltern etwas entschlossener, hätten sie ihr den Ungehorsam schon längst ausgetrieben. Unsere Sprache ist feinsinnig, unsere Hände verborgen. Alles um uns herum ist schön, gewiss. Aber was verbirgt sich dahinter? Gut, lebt ihr wohl. Dann verlassen wir das Haus Wyvern Gifre. Hatte ich auch gar nicht vor. Mach dir da mal nichts vor. So, das haben wir. Dann haben wir hier drüben... Es ist ein Albtraum. Das Haus Anwon. Was ist denn ein Albtraum, Fräulein Carter? Meine Herrin, Lady Coriana. Sie isst nicht und sie schläft nicht. Alles wegen ihres armen, kranken Malion. Leid hat das Haus Anwon befallen. Was stimmt denn nicht? Die Heiler sagen, sein Blut sei krank. Meine Herrin schwört, er wäre vergiftet worden. Er schläft und schläft und wird nicht gesund. Kann ich denn irgendwie helfen? Nun, es ist schwer zu sagen. Die Heiler taugen nichts. Ihr könntet selbst zu ihr gehen, sie fragen. Das kann nicht schaden. Ihr findet meine Herrin im Haus. Vermutlich an der Seite des armen Malion. Okay, wo ist die Herrin? Hier, im Haus Anwon. Sie verbringt die meiste Zeit am Krankenbett des armen jungen Malion. Okay. Die Krankheit des jungen Meisters, ja. Er ist der Letzte, der noch lebt. Die anderen sind im Krieg gefallen. Oh, meine Herren sind nicht wie einige andere oben auf der Nadelspitze. Unser Haus hat zum Glück nur einen Namen und es ist fast genauso alt wie Rathier. Es gibt nur noch zwei Nachkommen der Anwon und bald nur noch einen, wenn sich der junge Meister Malion nicht erholt. Die Ärmste. Sie hat viel durchgemacht. Erst ist ihr Mann im Krieg gefallen. Und dann hat sie ihre Töchter an Clurikon verloren. Sie hat nur noch ihren Sohn Malion, den letzten Spross des Hauses Anwon. Armer Junge, er schläft und windet sich in Krämpfen. Und seinem Gestammel nach müssen ihn schreckliche Träume quälen. Wir gucken mal, was wir tun können. Meiner Herrin,
Wie gesagt, wir gucken, was wir tun können. Quest Böses Blut. Rathierdiener. Hier irgendwie, Bücherregal. Das Abenteuer 7. Weiß ich nicht, ob wir das schon haben. Der Diener ist mir ein bisschen zu aufmerksam. Ich würde das nämlich gerne eigentlich mitnehmen. Kompendium 1 und Kompendium 8. Haben wir die schon? Die Kompendien haben wir ja alle dabei. Das kann ich gucken. Ganz viel Maibrünn, ey. Maibrünn, 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 Maibrünn. Kompendium 8 haben wir schon. Okay. Ja, nur das Abenteuer hier. Ja, ich weiß. Sieht er uns immer noch? Nee, tut er nicht. Okay. Dann warten wir einfach mal ab. Ist weit genug entfernt hier. Du, 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 du. Wir warten hier ab. Wir warten hier ab. Da, 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 da. Da, da. Wir warten hier ab. Nehmen das Abenteuer. Keine Ahnung, ob wir es brauchen, aber wir haben es jedenfalls. Okay, dann haben wir hier die Schlafräume. Noch mehr Maibrunnen. Nehme ich einfach mal mit. Wenn es schon hier ist, warum nicht mitnehmen? Und die ganzen Bauernsachen könnte ich eigentlich mitnehmen und mit dem Mondlager verticken, aber wir brauchen es nicht. Wenn wir was brauchen, dann ist es mit Sicherheit kein Geld. Ja, nee, hier, behalt den Mist. Wir haben sogar sowieso fast... Ach nee, ich dachte gerade, ich hätte eine 97 gesehen. Ich würde gerade sagen, ich dachte, wir haben sowieso nicht mehr so viel Platz. So, hallo, das ist der Sohn, Malion. Malions Lippen bewegen sich und seine Augen zucken unter den Lidern. Sein Schlaf ist weder traumlos noch friedlich. Okay. Maibrünn. Hallo, Koreaner. Mein Sohn Malion ist schwer krank. Die Heiler sagen, es sei Blutkrankheit. Doch ich bin überzeugt, er wurde vergiftet. Wäre ich jünger, würde ich das Lapidus selbst beschaffen und es ihnen beweisen. Ihr braucht Lapidus? Und woher weiß ich, dass es eine Wurzel ist? Bringt meinem Sohn diese wilde Pflanze. Und ich werde euch fürstlich belohnen. Ich schwöre es. Okay, und ihr seid sicher, dass das funktioniert? Natürlich nicht. Doch mein Familienvermächtnis sagt es. Und ich möchte meinen Sohn nicht sterben sehen, solange es noch Hoffnung gibt. Verständlich. Wo muss ich suchen? Ich weiß nur von einem Ort. Den Sümpfen von Akatan. Dort müsst ihr danach suchen. Ihr erkennt Lapidus an der Form seiner blauen Blüte. Okay, also wieder nach Akata. Es wächst in den Sümpfen von Akata. Bringt es meinem Sohn und sputet euch. Kriegen wir hin. Die Heiler nennen es eine Blutkrankheit. Doch das Blut der Anwons hat sich seit Generationen keiner Krankheit gebeugt. Nein, Malion wurde vergiftet. Ich weiß es. Hat Tanra Gifre wieder einmal arglos Gerüchte verbreitet? Ich bin nicht gegen den Krieg. Immerhin habe ich meinen Mann und meine Töchter in die Schlacht ziehen lassen. Aber ich fürchte um die Souveränität von Rathier. Die Armee unter General Tilera hat zu viele Freiheiten, Ländereien und Macht. Und was bekommen wir im Gegenzug? Brutale und unbeholfene Lösungen für ein komplexes Problem. Eine etwas subtilere Taktik hätte vielleicht Leben retten können. Unsere Familie ist uralt. Aber wenn mein Sohn Malion nicht geheilt wird, werden wir verdorren. Und der Stern der Vivan Gifres wird noch heller erstrahlen. Es ist ein Kraut mit natürlichen Eigenschaften. Es ist streng genommen keine Alchemie. Und es ist kein Heilmittel gegen Gift. Es kann jedoch die Symptome eine Weile lindern. Malion wird aber wohl noch ein Gegengift brauchen, ehe er völlig genesen ist. Sie hat sich auf der Suche nach mythischen Lösungen für reale Probleme in der Wildnis verlaufen. Wie lässt sich diese Pattsituation beenden? Man möchte meinen, eine Generalin der Yosalfa würde im Kampf mit den Tuata etwas klüger vorgehen. Sein Vater ist in der Schlacht auf der Galafor-Ebene gefallen. Seine Schwestern in Chlorikon. Er ist alles, was mir geblieben ist. Und nun verliere ich auch ihn. Die Vivans stammten aus einer respektablen Familie, obwohl sie nicht sonderlich reich waren. Dann haben die Gifres Haus Vivan gekauft. Sehr zu unserer Überraschung übrigens. Und Meerwasser mit erlesenem Wein vermischt. Der Krieg war noch jung und bis dahin hatten wir nichts als Niederlagen erlebt. Diesmal hatten wir gesiegt. Und mein Mann war gefallen. Okay, lebt wohl. Wir schauen, dass wir diese Wurzel kriegen. Okay, andere Diener sind also auch schon zum Lapidus gegangen. Oh, du meine Güte. Deine Güte? Nein, meine Güte.
das eine Kriegsverletzung ist. Nun ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ja, gut, ich gehe einfach mal. Denn wir haben hier noch das Haus von Lyria mit diesem komischen, komischen Geräusch schon wieder. Ja, Tempel, Haus, ist doch fast dasselbe. Hallo! Na Leute, alles fit hier? Stadtwache, Stadtwache. Das ist uninteressant, 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 uninteressant. Okay, gibt hier anscheinend nur die beiden, die eine Quest für uns haben. Okay, dann öffnen wir diese Kiste hier und nehmen nichts mit. Wer seid ihr denn? Abellyra Seranon, Mann, die Namen hier, ey, wer die sich ausgedacht hat. Sagt mir, was führt euch an diesen heiligen Ort? Wollt ihr beten? Euer Schicksal weben lassen? Oder seid ihr wegen des Orisons hier? Des Orison? Obwohl es nur wenige eures Volkes auf sich nehmen, steht das Orison jedermann offen. Erledigt drei Aufgaben zu Ehren Lyrias und empfangt im Gegenzug ihren Segen. Hurra, Lyria finde ich so toll nach Tirins Rast. Welche Aufgaben muss man denn machen? Reise, Dienst und Schenkung. Sie wehen von außen nach innen, aus den Tiefen unserer Geschichte bis in diesen Augenblick. Lyrias Segen? Der Segen ist mehr als eine Phrase. Indem ihr etwas von euch selbst gebt, um ihn zu erhalten, wird euer Gewinn größer sein als euer Opfer. Okay, wo beginne ich denn? Ihr habt damit begonnen, als ihr in diesen Tempel kamt. Die erste Aufgabe ist die Reise. Hier, nehmt diese Amphore. Geht zu den drei Quellen, die Priesterin Tirin während ihrer Reise aus dem Norden segnete. Füllt etwas Wasser aus jeder Quelle in die Amphore. Die erste Quelle findet ihr außerhalb von Rathir. Die zweite im südlichen Galafor. Die dritte am Schneeschmelzpass. Okay, was muss ich noch gleich tun? Geht mit der Amphore, die ich euch gab, zu den drei heiligen Quellen. Nördlich von Rathir, im südlichen Galafor und am Schneeschmelzpass. Okay, sollten wir hinkriegen. Es war Hohepriesterin Tirin, die unser Volk aus Glen Sothain führte. Sie war es, die Rathir fand. Sie war es, die uns beschützte und lenkte. Die uns zu dem machte, was wir sind. Es heißt, unsere Göttin ist die Göttin der Magie. Aber als solche ist sie auch die Göttin des Kerns aller Dinge. Die Göttin aller Mysterien. Und die wahre Weberin des Schicksals. Ihr seid anders als die anderen. Die Fäden sind... Aber das wisst ihr, nicht wahr? Dann seid ihr der Auserwählte. Ich hörte Gerüchte, aber ich hätte nie gedacht... Nun, freut mich, euch kennenzulernen. Ihr habt Lyrias Aufmerksamkeit erregt. Darf ich... in eure Karten sehen? Vielleicht ein andermal, aber gerade nicht, danke. Dieser Tempel wurde von Bayala Tirin selbst gegründet. Der Mutter und Prophetin unseres Volkes. Okay, dann lebt wohl. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal offscreen einfach. Weil das ist ja wirklich nicht so spannend, einfach zu den Ausbildern hinzugehen. Hallo. So. Lyferion 3. Was ist das denn? Was tut sie? Ich nehme mir das gleich mal mit. Lyferion 3. Keine Ahnung, was das sein soll. Dann holen wir uns dann noch die Quest von der Heilerin. Übrigens sehr viele Heiler hier. In Rathir. Und keiner davon scheint herausfinden zu können. Ja, 0% ist mir lieber. Keiner davon scheint herausfinden zu können, dass da jemand vergiftet wurde. Falls es wirklich so sein sollte. Syla Twain. Hallo. Willkommen in unserem Tempel. Ich bin eine Tochter von Lyria, eine von vielen Söhnen und Töchtern, die sich hier aufopfern. Meine Aufgabe ist es, über die heiligen Reliquien unseres Ordens zu wachen. Leider gingen viele der Reliquien, die wir einst besaßen, verloren. Warum gingen denn die Relikte verloren? Als der Krieg kam, schickten wir eine Reliquie in jede Festung. Dadurch stärkten wir zum einen den Glauben und die Moral der Soldaten und zum anderen hätten einige Reliquien die Zeit überdauert, wenn Rathir gefallen wäre. Wir haben sogar eine Belohnung für ihre Wiederbeschaffung ausgelobt. Aber leider will uns niemand helfen. Ja, ich halte die Augen offen. Bitte. Ich weiß von mindestens 6, die zu den wichtigsten Festungen der Eratel-Ebenen gebracht wurden. Bringt mir alle, die ihr findet. Lyria belohnt jeden ihrer Diener. 4 haben wir, glaube ich, schon. Mehr als eine? Lyria meint es wirklich gut mit euch. Nehmt das als Zeichen unseres Dankes. Alles klar, wo sind die anderen? Die meisten wurden in die Festungen der Eratel-Ebenen gebracht.
aber wir sind euch für jede Reliquie dankbar, die ihr findet, und bereit, sie in Gold aufzuwiegen. Okay. Der Krieg hat so viele Narben auf unserer Stadt, unseren Seelen und dem Land hinterlassen. Und immer noch fordert er Leben und verbreitet Leid und Schmerz. Die großen Alpha-Festungen von Eratel sind Dolph Arne, Wirki, Riten, Kandrian, Dolph Whale und Korgan Holt. Ich mach mir davon mal ein Bild. Die großen Alpha-Festungen von Eratel sind Dolph Arne, Wirki, Riten, Kandrian, Dolph Whale und Korgan Holt. Also Riten, ja, da fehlt's auf jeden Fall noch, aber strange, dass wir dann nur vier haben. Die Göttin der Magie, des Schicksals und der Mysterien. Wir glauben, dass andere Götter nach Ordnung und Chaos streben, aber Lyria befasst sich mit dem, was ist und was es wahrhaft verändern kann. Wahre Weisheit ist, das eine zu wissen und nach dem anderen zu greifen. Also ich glaube, da müssen wir doch glatt nochmal schauen, oder zumindest ich. Hier kann jedermann beten, meditieren und seinen Frieden finden. Wollt ihr euer Schicksal weben lassen oder das Orison auf euch nehmen? Sprecht mit der Hohepriesterin. Okay. Priesterin Seranon leitet den Tempel. Doch trotz ihres hohen Ranges ist sie allen Besuchern gegenüber freundlich und offen. Wenn ihr sie darum bittet, webt sie euer Schicksal oder erklärt euch das heilige Ritual, das wir Orison nennen. Redet mit ihr, wenn ihr mehr erfahren wollt. Jo, haben wir schon. Lebt wohl. Euch wohl. Lyrias verlorene Relikte. Sehen wir auf der Weltkarte, wo wir hin müssen? Nein, wäre ja auch noch schöner. Ja, hier Riten haben wir auf jeden Fall. Wirki, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch. Da haben wir ja relativ viel Zeit verbracht. Ich kann mir vorstellen, dass ich es hier nicht gesehen habe. In Kandrian. Weil hier Dolph Whale und Korgan Holt haben wir auch. Dolph Arne haben wir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Also das haben wir auf jeden Fall. Das können wir noch nicht haben. Das bin ich mir sehr sicher, dass wir das haben. Und hier habe ich eigentlich auch alles abgeholt. Ich weiß nicht mehr, wo wir die Dinger her haben. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, da schaue ich auch mal offscreen. Das wird genauso wie, dass ich dann einfach mal das Schicksal resetten lasse, dass wir da zu den Ausbildern können. Die Stadtwache macht Platz. Ja, die Stadtwache macht Platz. Das ist doch praktisch. Wenn die Stadtwache Platz macht, dann ist doch alles gut. Ja. Naja, einfach, dass wir da nicht zu viel Zeit im Let's Play verschwenden für Dungeons, wo wir eigentlich schon waren und dann tot langweilig. Nee, muss man nicht haben. Muss man einfach nicht haben. So. Gut, ich würde sagen, wir gehen als nächstes ins Zollhaus, einfach weil wir es können. Oder wir holen jetzt halt doch erstmal die Quests. Vulvernia. Es hat keinen Zweck. Ich habe die Schlüssel verloren. Wenn mir nicht bald etwas einfällt, köpft mich Gwalchmai. Ihr könnt nicht zufällig Schlösser knacken? Und wollt einem armen Mann in Not helfen? Ob ich Schlösser knacken kann? Meint ihr mit ja, ich brauche keine Schlüssel? Oder ich knacke jedes Schloss? Gwalchmai will ein altes Hauptbuch aus dem Lager im Zollhaus. Praktisch. Was ist denn mit den Schlüsseln? Ich fürchte, sie sind für immer verloren. Vielleicht habe ich sie hier verloren. Oder gestern Abend an Kests Tisch. Aber ich kann sie ebenso gut in die Brackwasserbucht fallen gelassen haben, nachdem ich in der Gischt gebechert hatte. Ja, also, ich Schlösser knacken kann ich. Die Kiste, in der ist es, ja. Obwohl, ich weiß nicht, welche es ist, aber sie ist da unten irgendwo. Macht euch keine Sorgen. Die Sachen in dem Lager haben seit Jahren kein Tageslicht gesehen. Es wird niemanden stören, wenn ihr ein paar Schlösser knackt. Okay, dann ist ja gut. Wo ist das Lager? Die Handelskammer liegt auf dem Weg zu den Kais. Und das Lager geht von einem der Flügel weg. Knackt einfach jedes Schloss dort, bis ihr das alte Hauptbuch findet. Das kriegen wir doch hin. Alles in allem ist er ein ganz brauchbarer Meister. Auch wenn ich mir meinen Lohn verdammt hart verdienen muss. Rumstehen gibt's bei ihm nicht. Nicht in seinem Laden. Hier sind so viele Leute. Trotzdem hat mir niemand geholfen, als ich meine Schlüssel verloren hatte. Ständig fällt ihm etwas anderes ein. Heute braucht er dies, morgen das. Diesmal soll ich die Scherbenpreise nach Dekaden sortieren. Hat irgendwas mit einem Geschäft zu tun, das er mit diesem Karasterhändler machen will. Über diese leeren Nasche kursieren wilde Gerüchte.
Sie soll einem Jotun einmal seinen eigenen Hammer abgeschwatzt haben. Ein anderes Mal hat sie einem Warani seine eigene Seide zum doppelten Preis verkauft, nachdem sie sie in Streifen geschnitten und auf eine Spule gewickelt hatte. Ich? Gwaichmai nennt mich Junge, wenn er was von mir will. Und die anderen? Tja, die sagen nur, hol dies und mach das. Ja, du scheinst aber leider auch nicht besonders vertrauenswürdig zu sein. Jo, machen wir. 5 Dietriche haben wir. Meister der Zauber. Schon wieder dieser laute Typ. So, ich wollte mir erstmal die andere Quest hier noch abholen. Mal gucken. Das Brandmal ist für die Zwecke des Militärs bestimmt. Hallo, Riad. Ihr seht fähig aus. Strenge Miene, stolzes Auftreten. Ihr seid genau der Richtige, um diese Einberufungen zu verteilen. Ihr helft mir doch, oder? Aber macht es besser als euer Vorgänger. Es gibt sogar Geld dafür. Ist für die Kriegsbemühungen. Welche Einberufungen denn und an wen? Einberufungen an ausgewählte Bürger von Rathir. Harte Arbeit. Und man braucht, nun ja, das richtige Aussehen. Ich gebe euch eine Liste von Namen. Ihr bringt sie alle dazu, ihre Einberufung anzunehmen. Ganz einfach. Was sagt ihr? Macht ihr es? Und wenn sich jemand sträubt? Was ich brauche, sind marschierende Stiefel in Chlorikon. Unter uns. Wenn jemand seine Einberufung nicht akzeptieren kann oder will, findet jemand anderen. Oder zwingt ihn. Tut, was getan werden muss. Wir schaffen es irgendwie. Nehmt diese Karten. Bringt sie Runir Vesnon, Maiven Vivan Gifre, Afandel und Waren Seawine. Almain? Seltsam. Ihr findet sie alle in Rathir. Und mich findet ihr in der Offiziershalle am Brandmal, wenn ihr fertig seid. Okay, okay. Und wo bekomme ich diese Schriebe? Die Namen sind Runir Vesnon, Maiven Vivan Gifre, ja. Afandel und ein gewisser Waren Seawine. Alle in Rathir. Okay. Man kann keinen Krieg führen ohne Soldaten. Sicher, wir rekrutieren die Kriegsgeweihten und jeden Tag treffen neue Freiwillige ein. Aber das reicht nicht immer. Die Bürger von Rathir werden ausgewählt durch... Nun, der Vorgang ist geheim. Nicht einmal ich kenne ihn. Sie werden ausgewählt, erhalten eine Einberufung und dann dienen sie. Wir sind in Rathir. Das sind die Kriegsanstrengungen. Wie denkt ihr, schaffen wir ständig frische Soldaten nach Chlorikon? Man muss organisiert sein und alle müssen mit anpacken. Hat sich sein kleines Bein gebrochen? Bei Lunalas Tränen. Er hat keine Ahnung, wie wichtig unsere Arbeit ist. Hat keinen Sinn für das große Ganze. Fürchterlich, solche Typen. Ich bin der Rekrutierungshauptmann und ich habe wahrlich keine Zeit, Einberufungen zu verteilen. Diese Einberufungen sind erst der Anfang. Okay, gut. Lebt wohl. Wir trollen uns. Trollo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 l. Die Botschaft des Krieges. Einmal quer hier überall verteilen. Fräulein Vivian Giffre kennen wir ja auch seit heute. Und dann gehen wir mal ins Zollhaus. Das, was ich eigentlich erkunden wollte. Ja, hat ja nicht so gut geklappt, ne? Ah, hier ist das alte Hauptbuch. Haben wir hier irgendjemand, mit dem wir reden können? Sogar zwei Leute. Okay. Geht weiter! Ja, machen wir gleich. Ich will hier nochmal gucken. Okay, das ist unten ein Bücherregal. 30, wer bist du denn? 33. Seid ihr ein Händler, ein Kapitän oder was? Habt ihr überhaupt etwas im Zollhaus zu erledigen? Ja, ja, ich soll Schlösser knacken. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Mein Vater war ein ziemlicher Halunke. Alles dort ist extrem groß, obwohl wir selbst recht klein sind. Mir ist durchaus bewusst, dass ich ein Gnom bin und dass hier Rathir ist. Was meint ihr, wie viele Matrosen, die hier reinstolpern, diesen Witz schon gemacht haben? Wenn ihr es genau wissen wollt. Adessa und ich haben nicht zueinander gepasst. Außerdem bin ich gut im Zählen. Das ist das Wichtigste in einem Zollhaus. Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Kisten im Hafen von Rathir täglich umgeschlagen werden? Ich schon. Ich kenne die Gewinne und Kosten der Stadt. Die Zahl der Handelserlasse pro Saison. Sämtliche Treuhandkonten. Das ist es, was ich von Rathir weiß. Ihr steht mittendrin. Oder ist euch das entgangen? Außerdem frage ich mich, was ihr hier sucht, wenn ihr keine Waren anmelden wollt. Oh ja, Entschuldigung, dass ich mich unterhalten möchte. Ich werde sofort aufhören. Das ist das Zollhaus. Ja, das ist mir schon bekannt, dass das das Zollhaus ist. Ich suche mal hier in den Bücherregalen. Compendium 5 haben wir, über Glutaugen haben wir auch schon gelesen. Dann gucken wir mal hier hinten rein. Ja, das ist ein Kistchen. Nein. Na, auch nicht ganz. Nehmen wir hier unten rechts. Das sollte klappen. Klappt auch. Da
Haben wir noch ein Kistchen? Das können wir so machen. Nehmen wir beides. Das Bücherregal. Ne, da steht nichts für uns drin. Okay, dann quatschen wir noch mit diesem Typen hier. Onnit Tess irgendwas. Ach, sie ist jetzt hier runtergegangen. Onnit Tansand. Sind alle eure Papiere in Ordnung? Ihr braucht sie, um eure Fracht zu verladen. Sagt mal, ihr seid kein Händler, oder? Und auch kein Matrose. Nö, sind wir nicht. Ich wollte quatschen. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Sie ist die Gnomin da drüben, die von morgens bis abends herumschreit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Geht hinaus und dann nach Nordwesten. Diese Docks stehen Händlern offen. Varani im Großen und Ganzen. Die Taverne an der Ecke. Da ist immer was los und es gibt nicht so viel Papierkram und Kisten wie im Zollhaus. Es gibt ein Formular für den Einlaufhafen, 3 für das Löschen der Fracht, 4 für das Beladen eines Schiffes und natürlich verschiedene Handelserlasse. So viele Formulare, es werden immer mehr. Und wenn ich sie durcheinander bringe, schimpft Augusta mit mir und ich ende wieder in der Gischt. Wenn eine Insel keine Insel ist. Auf keinem anderen Felsvorsprung in den Feinlanden sind mehr Händler, Soldaten und Magier zu finden als hier. Woher sie kommen, weiß ich nicht. Aber sie kommen mit Booten, zu jeder Jahreszeit, mit Waren aus ganz Amalur. Alle Waren von und nach Rathier müssen durch den Zoll. Und bei Lyrias Tränen, das sind verdammt viele Waren. Wir trinken darin. Okay, lebt wohl, glaube ich. Ja, lebt wohl. Dann sind wir hier fertig. Wir betreten hier hinten den Lagerraum des Zollhauses. Und meine Fresse, haben wir hier viel zu tun. Ich versuche schon mal die erste zu knacken. 5 Dietrich haben wir nur bekommen, ey. 5 Stück für die Menge an Truhen. Nix. Sehr schwer auch noch. Nee. Ja. Eieieiei, Freunde, auch wieder schwer. Aber gar nicht so schlechte Sachen, und aus irgendeinem Grund ist das hier gar kein Diebstahl. Ja, ich wollte gerade sagen, das sehe ich schon, dass das nichts wird. Beziehungsweise habe ich es im Gefühl gehabt. Ja. Oh, was nicht zum Aufschließen. Krass. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, Mittel. So. Auch sonst habe ich sehr viel Spaß. Nochmal Mittel. Nee. Ah, nehmen wir das hier. Mann, eigentlich wollte ich gar nicht so viel knacken. Eigentlich wollte ich gerade eine Folgenpause machen. Wird auch Zeit eigentlich mal, aber... Ja, dann knacke ich halt jetzt noch ein bisschen, ne? Interessiert ja eh keinen. Hat die Frau weniger zu zählen? Ganz einfach. Ich sehe mich eher so als Wohltäter. So, das hier mache ich so. Wieder mal schwer. Ne, passt nicht ganz. Passt schon besser. Das alte rote Hauptbuch. Wir haben es gefunden. Wir machen die letzten trotzdem noch mit auf. Auf die 4 kommt es jetzt auch nicht mehr an. Nee. Oh. Ist wieder mal nicht verschlossen. Und einmal sehr schwer, das machen wir so. Gwalchmais Güter. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir waren im Zollhaus, haben hier alles erkundet, haben sogar das rote Hauptbuch. In der nächsten Folge werden wir das dann lesen, wenn wir es können. Jo, und dann geht's hier in Rathier weiter. Die Oberstadt haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut abgeklappert, auch wenn wir die Quests alle noch nicht erledigt haben. Aber abgeklappert ist es, und das ist ein sehr großer Vorteil. Also Freunde, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!